Willkommen in der Wacker Neuson Produktwelt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie unsere Produkte richtig bedienen. Aber zunächst das Wichtigste. Tragen Sie zu jeder Zeit die für diese Maschine verpflichtende persönliche Schutzausrüstung. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Der Helm schützt vor herunterfallenden Gegenständen auf der Baustelle. Wählen Sie eine passende Arbeitskleidung für den geplanten Einsatz. Der Gehörschutz schützt Ihre Ohren und Ihr Trommelfell. Den Batterietrennschalter finden Sie immer in Motornähe. Um die Maschine betriebsbereit zu machen, drehen Sie diesen in eine horizontale Position. Richten Sie nun Ihren Arbeitsplatz ein. Stellen Sie die Spiegel so ein, dass Sie stets die Übersicht behalten. Verwenden Sie die Maschine nicht, bevor der Sicherheitsgurt ordnungsgemäß angelegt ist. Aktivieren Sie bei Bedarf die Auto-Stopp-Funktion. Um den Motor zu starten, betätigen Sie die Bremse und drehen Sie den Zündschlüssel. Lösen Sie die Feststellbremse, um das Gerät in Betrieb zu setzen. Über den Joystick können Sie die Fahrtrichtung durch den Regler auswählen oder in Neutral schalten. Hier befindet sich auch die Umschaltmöglichkeit in eine schnellere oder langsamere Fahrstufe. Für die Verwendung der Mulde bitte die Joystick-Entriegelung lösen. Für das Heben der Hoch- sowie der Hochdreh-Kipp-Mulde wird der Hebel neben dem Joystick verwendet. Die Drehung der Mulde erfolgt jeweils über den Joystick. Eine Drehung ist bis zu 180 Grad möglich. Vor der Weiterfahrt stellen Sie sicher, dass der Sicherheitshebel eingerastet ist und die Mulde sich damit in einer fixierten Position befindet. Bei unseren kleineren Dampern erfolgt die Muldenbedienung über Hebel neben dem Fahrersitz. Ein Hebel hebt und senkt die Mulde, der andere kippt sie. Bitte vor der Weiterfahrt die Hebel ebenfalls wieder durch Zurückklappen der Sicherung verriegeln. Achten Sie immer auf einen sicheren und stabilen Untergrund und bedienen Sie die Mulde nicht in Schräglage. Nach Verrichtung Ihrer Arbeit stellen Sie die Maschine auf geeignetem Gelände ab, aktivieren die Parkbremse und schalten den Motor ab. Für den Transport muss das Knickpendelgelenk versperrt werden. Die Maschinen verfügen rundherum über große Verzurrösen für die Befestigung der Transportspanngurte. Zudem müssen der Sicherheitsbügel und das Wetterschutzdach abgeklappt werden. Sicherheitshinweis: Bei großer Geländeschräge die Mulde nicht bedienen und die Geschwindigkeit anpassen. Bei gekippter bzw. angehobener Hochdrehkippmulde kann es in Abhängigkeit von der Geländeschräge durch das Sicherheitssystem zur Geschwindigkeitslimitierung kommen. Achten Sie immer auf einen stabilen und ebenen Untergrund. Bei kritischen Geländebeschaffenheiten kann es zu gefährlichen Situationen kommen. Achten Sie deshalb stets auf eine sichere Verwendung der Maschine. In der Bedienungsanleitung finden Sie detaillierte Informationen dazu. Haben Sie Fragen zur Inbetriebnahme oder zum Gerät? Sprechen Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner an. Er hilft Ihnen gerne weiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.wackerneuson.com.